Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Edutainment. Ich bin mit dem Auto gekommen, Peugeot 508 Hybrid, und habe direkt einen Parkplatz bekommen. Vor der Schumannstraße 8, da ist schon mal meine Laune sehr gut. Ja, ist der Mensch, sind wir Menschen auf Mobilität hin programmiert? Darauf geben unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen auch ganz unterschiedliche Antworten. Die Verhaltensforschung, die Ethologie oder insbesondere die Humanethologie sagt eher nein. Wir sind keine Herdentiere, wir sind Rudeltiere, Jahrhunderttausende eben als Rudeltiere unterwegs gewesen, das prägt uns. Wir sind Jagdtiere, aber im Wesentlichen sind wir eigentlich Hocktiere. Wir sitzen gerne herum, lassen uns die Sonne auf den Pelz braten, genießen die Ruhe, möchten uns hinsetzen. Das ist ein ganz wichtiges sozusagen Movens, in Anführungszeichen, für uns. Wir wollen sitzen, wir sind Hocktiere. Der bekannte große österreichische Verkehrsforscher, Verkehrsplaner Hermann Knoflacher, der hat sich die Genetik quasi an der Stelle als Leitdisziplin ausgesucht, die sagt, ja, genetisch sind wir eigentlich, ist nochmal was anderes als die Verhaltensforschung, Energieminimierer. Die Zellen wollen möglichst wenig Energie verbrauchen und das prägt so stark, da ist die Gravitationskraft so massiv in Richtung Energieminimierung, das, was in Steigerung des Energieverbrauchs geht, ganz persönlich für uns gar keine Chance hat. Knoflacher sagt zum Beispiel, im Vergleich in der Konkurrenz zwischen öffentlichem Personenverkehr und dem individuellen Verkehr, dem Autoverkehr, hat der öffentliche Verkehr gar keine Chance, wenn es anstrengender ist, den ÖV zu benutzen als den IV. Also solange es anstrengender ist, körperlich anstrengender für uns. Und er schlug vor in einem Aufsatz, wir müssen die Autos so konstruieren, dass wenn sie in die Stadt fahren, gehen die Klappsitze hoch, die Stühle, man muss also dann im Auto stehen, in der Straßenbahn darf man aber weiterhin sitzen, dann gäbe es eine Chance auch für die Straßenbahn mitzuhalten oder sozusagen den ÖV, den IV sogar zu überfliegen. Die Gravitationskraft ist zu stark, rein genetisch, laut Knoflacher. Das sind natürlich Erklärungen, die sind hochreduktiv. Wir haben auch noch eine ganze Reihe anderer Wissenschaften. Otto Hondrich, der neue Mensch, der sagt, das Soziale am Menschen, das ist noch kräftiger als die Gene. Ja, ich gehe zurück in die Geschichte. Das ist hier aus der Höhle von Chevaux, 36.000 Jahre vor Christus, die Höhlenzeichnungen. Und wenn wir uns die Höhlenzeichnungen angucken, fast alle in den Höhlen, es ist immer das jagbare Großwild. Und wir müssen sehen, wir sind ja Jahrhunderttausende als Jäger unterwegs gewesen. Das ist natürlich in uns drin, dieses Jagen auch als Rudeltiere, wo jeder eine unterschiedliche Rolle hat. Der Leitwolf, der Zweite, der unbedingt Leitwolf werden, die Konkurrenz, die in uns so eingeschrieben ist. Deshalb funktioniert ja auch Sport so gut. Deshalb funktioniert Krieg so gut. Deshalb funktioniert der Kapitalismus so gut, weil wir auf Konkurrenz hin programmiert sind. Das macht uns Spaß, wir möchten der Erste sein. Und das ist natürlich auch für Mobilität quasi ein Punkt, den man jedenfalls so deuten kann. Ich halte diese Erklärung allerdings für viel zu platt, reduktionistisch. Und man kann davon höchstens, wenn man alle Wissenschaften zusammennimmt, in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren Erklärungen. Denn wir Menschen haben uns ja stärker als jedes andere Tier von unseren Genen, von unseren Instinkten auch jedenfalls partiell befreit. Eine rein deterministische Erklärung, ja, wir haben gar keine Chance, das wäre mir persönlich auch philosophisch überhaupt nicht genug. Nein, wir haben uns ein Stück weit jedenfalls davon befreit und zum Beispiel Neugier ist etwas, was uns Menschen ja gegenüber den Tieren auszeichnet, was uns auch sozusagen, es gibt auch neugierige Tiere, aber insgesamt ist das doch das einer der zentralen Unterschiede auch, der Aufbruch, das ist jetzt hier ein Völkerwanderungs-, also Bild, ich glaube aus der NS-Zeit, so ein bisschen markig kommen die hier daher, die Völkerwanderung, der Aufbruch. Das ist natürlich einerseits immer Vertreibung, ich nehme mal jetzt ein modernes Völkerwanderungsbild, aber auf der anderen Seite ist es natürlich der Wunsch, das Aufbrechen.
Und es ist der kleinere Teil der Bevölkerung, der interessantere vielleicht, der jedenfalls dynamischere Teil der Bevölkerung, der aufbricht. Gehen wir etwa mal hier in die deutsche Geschichte zurück zwischen 1880 und 1910. Eigentlich ging es in der Wirtschaft in Deutschland bergauf, aber sind 5 Millionen Menschen sind in die neue Welt gegangen, nach Amerika. Die wollten mehr aus sich machen. Es ist eine Mischung natürlich. Und so war es auch bei der Völkerwanderung jetzt hier zwischen 200 und 500 nach Christus. Ja, Leif Erikson, Erik der Rote, die zuerst nach Grönland, dann nach Finnland, also nach Amerika gefahren sind, mit diesen kleinen Schiffen über das Meer. Da gibt es was zu holen, da gibt es vielleicht auch Beute zu holen. Das wagen wir, ist natürlich hochrisikoreich, das zu machen. Es ist der kleinere Teil der Menschheit, aber der interessantere Teil der Menschheit, der auch dafür sorgt, dass sagen wir, Mobilität so positiv konnotiert war. Hier Marco Polo. Ne? Il Milione heißt ja sein Buch, war ja in China ganz sozusagen wichtiger Verwaltungsbeamter, als er zurückkam und ins Gefängnis kam. Dann saß er im Gefängnis 10 Jahre, dann hat er sein Buch geschrieben über die 20 Jahre in China und hat es Il Milione genannt. Heinrich der Seefahrer, ganz paar Jahre war Portugal mal die führende Weltmacht. Jedes europäische Land war mal ein paar Jahre sozusagen die führende Weltmacht, ein paar Jahre auch Portugal. Heinrich der Seefahrer, das ist dieses Denkmal in Lissabon. Im Hintergrund sieht man dann den Tejo und die Tejo-Brücke, wer von Ihnen schon mal da war. Ja, eine Minderheit zwar, nun gibt es aber auch das Gegenteil, dass zum Beispiel Immanuel Kant, der war sogar Professor für Geographie, zuerst in Königsberg, bevor er dann Professor für Philosophie wurde und hat ja angeblich, so sagt die Mär, Königsberg nie verlassen. War also immer in Königsberg geboren und auch gestorben. Ein Weltbürger, ein Kosmopolit, seine Motility gigantisch groß, also seine physische Bewegung sehr überschaubar. Der Spaziergang, der regelmäßige, er hatte den schon für die nächsten 10 Jahre immer vorgeplant. Wann genau der Tag war genau vorgeplant und dann eben die enorme Schreibproduktion. Ja, Mobilität wurde ja eben schon in der Anmoderation gesagt, ist in Europa überwiegend ganz positiv konnotiert. Im Mittelalter zwar nicht. Da musste man sich bedauern. Mensch, du hast eine Reise gemacht. Setz dich mal hin. Wir sagen das ja heute noch, ruh dich aus. Nur war gar nicht anstrengend. Ja, aber wir sind doch so viele Kilometer gefahren. Das ist noch quasi in uns drin, dass das was Anstrengendes wäre. Nein, im 18., 19., 20. Jahrhundert wird Mobilität immer mehr was sozusagen Positives mit Freiheit konnotiert, aber auch mit Einigkeit. Das ist hier das erste Schiff auf dem Rhein. Und das heißt Concordia, Einheit, weil das Schiff, das bringt ja auch die Einheit, die Einmütigkeit, die deutsche Einheit. Goethe hat, als er von der ersten Eisenbahn in England hörte, Goethe ist 1832 gestorben, die erste Eisenbahn ist 1823, die erste Eisenbahn in Deutschland ist erst 1835, also als die erste Eisenbahn in Deutschland kam, war Goethe schon tot. Aber als er davon hörte, sagte er, um Deutschlands Einheit ist mir nicht bange. Das war ja der große Traum damals der Linken, das macht die Eisenbahn. Das hat er vorausgesehen, das ist klar, das bringt die Leute zusammen. Das war ja der große Wunschtraum der Deutschen quasi. Nationalismus war damals was Linkes und deshalb auch der erste Dampfer auf dem Rhein, Concordia, dann der zweite oder dritte heißt Konstitution. Auch der Dampfer, auch natürlich ein politischer Vakuum. Wir kriegen die Verfassung, wir kriegen die Constitution, das machen wir über. Jetzt dampft schon der Rhein, der Dampfer den Rhein rauf und runter, dann kommt bald auch die Verfassung. Das ist jetzt eine Zigarettenwerbung von Gauloise. Das gibt es auch als Plakat, wo eben diese Person da so sitzt und sagt, heute mache ich mal was, ich will nichts. Also Immobilität als eigentlich ein ganz positiver Wert. Und ich sehe da schon eine Tendenz, eine gesellschaftliche Tendenz, wo quasi von der Mobilität zu einer positiven Bedeutung jetzt die Immobilität positiv konnotiert wird. Ist das positiv oder ist das sogar gefährlich? Ich halte es partiell auch für gefährlich. Ich halte es auch für einen Ausdruck von fehlender Selbstwirksamkeit. Also wenn wir uns die 60er und 70er Jahre angucken, diese Schrauber an den Mopeds, an den Mokings, an den Autos, die trauten sich zu, sozusagen so eine komplizierte Maschine selber zu reparieren. Heute gibt es ja sehr viele Menschen, die sagen, ich will gar kein Auto mehr haben. Das ist mir viel zu kompliziert.
Ich leihe mir lieber bei Carsharing ein Auto. Das ist gar nicht ein Ausdruck einer ökologischen Gesinnung, das ist eher Ausdruck auch einer Gesinnung, mir ist das zu kompliziert, so ein Auto besitzen zu müssen. Das ist ja die teuerste Maschine, die wir haben. Ich will auch kein Haus haben. Ich will auch gar nicht heiraten und Kinder kriegen. Auch das ist mir zu kompliziert. Wir haben quasi eigentlich eine rückgehende Selbstwirksamkeit und das ist gefährlich. Ja. Heute mache ich mal, was ich will, nicht. Ich habe in den letzten Jahren ein Forschungsprojekt mit Kollegen gemacht über die Zukunft der europäischen Verkehrsindustrie. Verkehr und Verkehrsindustrie Europa 2050. Und da haben wir festgestellt, also was, sagen wir mal, 40 Jahre nach vorn. Wo steht die europäische Verkehrsindustrie in 40 Jahren? Und da dachten wir, es ist vielleicht sinnvoll, mal zurückzugucken auf die Hoffnungen und Visionen aus den letzten 40, 50 Jahren und haben festgestellt, ja, da gab es ganz viele Horrorvisionen in der Vergangenheit, die gesagt haben, die europäische Verkehrsindustrie wird den Bach runtergehen. Derzeit ist es ja so, wenn wir gucken, die europäische Verkehrsindustrie ist klar Nummer eins in der Welt. Ganz paar Bereiche, wo die Verkehrsindustrie sozusagen nicht Nummer eins ist. Containerschiffe etwa, das macht Südkorea oder so. Aber in den meisten Bereichen, Airbus outproduced Boeing, Qualitätsführer jedenfalls bei den PKWs, im Fahrradbereich ganz klar Qualitätsführer, in der Bahntechnologie, auch im Bahnbetrieb. Oder wenn man sich zum Beispiel Flughafenbetrieb anguckt, Flughafen Frankfurt, Fraport, die also betreiben inzwischen 30, 40 Flughäfen weltweit. So, und wenn wir jetzt zurückgucken, war es so, dass die Verkehrsindustrie war schon in den 60er und den 70er Jahren vergleichsweise stark oder sehr stark, aber es wurde prognostiziert, in 10 Jahren gehen hier die Lichter aus. Da gibt es die amerikanische Gefahr ursprünglich in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, weil die einfach von der Produktion her sehr viel produktiver waren. Dann kam die japanische Gefahr, dann kam die chinesische Gefahr sozusagen. Im Endeffekt war es aber so, steht die Industrie als Nummer eins da. Und ich denke, wir brauchen heute Prognosen, dass auch 2050 die Verkehrsindustrie noch ganz vorne ist. Was könnten denn das für Horrorvisionen sein? Also die Horrorvisionen haben praktisch die Industrie nach vorne gebracht. Wenn wir zurückgucken auf die Industrialisierungsgeschichte in Deutschland in den letzten 200 Jahren, dann ist die ganze Industrialisierung eigentlich mit einem schlechten Gewissen gelaufen. Von der sozusagen von 1800 zum Beispiel Caspar David Friedrich, die Romantik war in Deutschland immer sehr viel stärker. Der Wandervogel, Naturbewegungen aller Orten sozusagen, immer mit einem schlechten Gewissen. Und das ist sicherlich sagen wir mal, ein kleiner Mann im Ohr gewesen, der gesagt hat, eigentlich darfst du das gar nicht machen, das ist schlecht. Der erst diese hohe Qualität herausgezüchtet hat in Industrie und Gewerbe. Nehmen wir zum Beispiel mal die Energieunternehmen. Vor 10 Jahren standen die ja bombig da, also aus einer rein betriebswirtschaftlichen Perspektive, nicht aus einer ökologischen Perspektive. Die Großen wie E.ON, RWE oder so, die sind ja alle mit ihrem Geschäftsmodell heute am Ende und die gehen, they go out of business. Das ist wirklich eine Energiewende, die ökologisch sehr positiv ist, die aber jedenfalls industriell doch eine ziemliche, ja, brutale Veränderung, Umbau und auch eine Verlustgeschichte beinhaltet. Wenn wir das mit der Verkehrswende genau gleich machen, also die Energiewende so machen wie die Verkehrswende und die europäische Verkehrsindustrie dann so dasteht wie jetzt die Energieunternehmen, dass die sagen, wir verlassen diesen Markt, wir hören auf, das, glaube ich, ist für Europa gefährlich. Also wir müssen es anders hinkriegen, den ökologischen Umbau der Verkehrsindustrie und des Verkehrsgewerbes. Und da bin ich eher, wir werden ja gleich diskutieren, Herr Kanzler und ich, auf der Green Growth sozusagen Ebene, dass wir eine Verkehrsindustrie sozusagen Technologien und auch betriebliche Strukturen hinbekommen, die nicht so laufen wie bei dem Umbau der
Energiewirtschaft. Natürlich haben wir sozusagen das anarchische Moment etwa in der Elektromobilität. Das ist hier, sind hier diese von Bosch geförderten Akkuschrauberrennen. Das anarchische Mobilitätselement ist beim Fahrradfahren am allerdeutlichsten, am allerstärksten. Nirgendwo ist man natürlich mehr, also ist die Mobilität individueller als beim Fahrrad. Und oder auch die schnellen Autos, hier ein Tesla sozusagen, ist jetzt zwar gerade gegen Baum gefahren, aber ein Rennwagen, eine Granate, ein ganz anderes Bild von Mobilität als etwa die Anti-Autos der 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre in der Elektromobilität, wo eigentlich die Elektroautos Anti-Autos waren, jetzt der Boom mit Elektrofahrzeugen, die eigentlich an den Wunsch nach schneller Mobilität, an Beschleunigung und Kurvenfahrt, diesen spektakulären Erlebnissen appellieren. Wenn wir in die virtuelle Mobilität schauen, etwa in die Computerspiele, wo sich ja die Träume jedenfalls auch von vielen Menschen ausdrücken, weshalb die Computerspiele so erfolgreich sind, ich sage das auch als Vater dreier Kinder, die ganzen Kampfspiele, wo sich wir uns da gegenseitig abmurksen, die eben Millionen, Hunderte von Millionen von Downloads oder Verkaufserfolgen haben, das sind fast alles auch Mobilitätsspiele. Man düst da virtuell herum, die Leute werden ja dann für Couch Potatoes, hockt eher Nerds, die sitzen zu Hause am Computer, aber so ist es gar nicht mehr. Denn wenn wir etwa Pokémon Go uns angucken, heute läuft man mit Virtual Reality durch die Stadt, muss Pokémons jagen und auch Kilometer machen natürlich, um die Eier auszubrüten. Da muss man ja erstmal 10 Kilometer laufen. Also heute werden die Jugendlichen auf Trab gehalten mit den Computerspielen, sind draußen, auch kämpfen schon auch noch gegeneinander. Wer hat mehr Pokémons und ist also eine dritte Generation von Computerspielen. Wir hatten die ersten, wo die Kinder ja überwiegend gegen den Computer gespielt haben. Dann die zweite, wo sie quasi gegeneinander gespielt haben in der virtuellen Welt. Und jetzt laufen sie durch die reale Welt, Augmented Realities. Wenn wir uns Kinderzeichnungen angucken, dann sehen wir auch natürlich ursprüngliche Träume von Mobilität und Kampf. Das ist hier aus dem Pestalozzi-Zentrum, ist so ein großes Zentrum in der Schweiz, was Kinderzeichnungen sammelt, jetzt von 6-jährigen Kindern. Das ist jetzt hier auch mal von meinem Jüngsten. Im Alter von 6, sehr innovativ in seiner Erfindung auch neuer Mobilitätswerkzeuge. Und damit, glaube ich, bin ich auch am Ende. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.